Body Positivity wird hier groß geschrieben. Deswegen, auch wenn wir uns natürlich mit ekelhaftesten Bären das Maul vollstopfen. Oh. Yeah. Hier wiegen 8 Stellen vor dem Komma. Yeah. Mehr oder weniger als die aufgeschobenen Bizeps-Curls. Naja. Die sind ja sowieso, ich würde sagen, da fangen wir nochmal bei 0 an, weil wir sind ja jetzt so lange weg gewesen. Wir wissen gar nicht mehr, wie viele Bizeps-Curls das überhaupt waren. Weißt du? Yeah. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt ein neues Interview mit Kollega und irgendwie hat es gar keiner mitbekommen, weil das Ganze wieder mal auf einem relativ neuen Kanal erschienen ist. Diesmal hat das aber, glaube ich, nichts mit Hallmatten zu tun oder mit NFTs oder mit sonstigen dubiosen Dingen, sondern Kolle war tätig, um seiner Philanthropie ein bisschen zu frönen und wir gucken mal rein, was hier Sache ist. Ich bin gespannt. Bismillahirrahmanirrahim. Wir befinden uns hier in Bremen, Hebdunya Zentrale. Wir haben heute Besuch bei uns, der Rapper. Wie kriegst du das immer mit? Ne? Ich habe natürlich eine Redaktion von 12 Leuten, die den ganzen Tag das Internet durchforsten nach neuen spannenden Themen für den Stream. Und deswegen wurde mir das von meiner Redaktion zugetragen. Felix Blume, wunderschöner Nachname. Ich hoffe, dein Herz ist auch wie eine Blume. Ja, aber natürlich. Also das Herz des Kanzlers ist natürlich wie eine Blume, meine Freunde. Und der Künstlername ist Kollega. Yeah. Also der Bundeswehr-Parker, der kommt ja schon wieder sehr gemeingefährlich, ja. Wunderschön, ja. Er sieht einfach gut aus in Bundeswehr-Kluft, finde ich, ne. Sein Team und er haben uns angeschrieben, ob ein Interview von uns machen können, die auch mal bei uns Obdachlosenprojekt dabei sein können. Ich muss dazu sagen, unser Obdachlosenprojekt ist... Kennt das einer von euch? Helpdunya.com? Es scheint ein e.V. zu sein, ein Verein halt, ne? Auf jeden Fall geil. Ich meine, dass viel Macht, viel zu gibt, das wissen wir ja mittlerweile, ne? Schminkboss, danke für dein Prime, was geht ab? Das ist vielleicht 1-2% von unserer Arbeit, das meiste Arbeit bei uns im Ausland. Und ja, somit habe ich gesagt, ja, gerne. Ja, ist gut und real, okay, geil. Warum gerne? Da hat eine bestimmte Zielgruppe, die hochinteressant ist, und zwar die Jugend. Wir müssen versuchen, die Jugend mit unseren Taten, mit unseren Herzen, mit unseren guten Taten, mit dem Nachname Blume zu erreichen. Somit sitzen wir heute hier und führen ein lockeres, entspanntes, aber ein sehr ernstes Tag. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir haben euch Internet kennengelernt und haben im Ausland vor allem, aber auch im Inland und wir haben sehr gefeiert. Ja, vor allem im Inland ist dem Kanzler das natürlich auch wichtig, dass sich dort halt auch Leute damit beschäftigen, das Inland wieder besser zu machen, als es aktuell der Stand ist. Denn das heißt ja La Deutsche Vita. Ne? Das ist ja das, was man unter dem Begriff La Deutsche Vita versteht. Deutschland auch wieder zu neuen glorreichen Zeiten emporzuhieven, das hat sich der Kanzler auf die schwarz-rot-goldene Fahne geschrieben. Und deswegen sind natürlich ein Riesenfan von Helpdunya, ne? Ja, Video ist ein bisschen leise. Ich glaube, die haben keine Mics, ne? Ach doch, haben sie, aber anscheinend hier auf aus. Dass ihr einerseits hier in Bremen, wo ihr euren Hauptstandort habt, den Menschen, die es am nötigsten brauchen, helft. Ihr geht Wagen durch die Straßen, durch die Spots, wo viele Obdachlose sind, viele Süchtige und versorgt diese mit Essen und Nahrung. Das ist eine sehr stabil. Ihr macht das auch in einer Regelmäßigkeit. Heute waren wir mit euch unterwegs. Das hat uns sehr gefreut. Was ist Kolles Jacke? Hä? Warum gibt's da... Warum lachst du da? Kolles Jacke ist einfach Bundeswehr-Tarnjacke. Ja? Ein Parker nennt man das. Eine wunderschöne Jacke. Ja? Eine kuschelige Jacke, eine... trendige Jacke, eine modisch, optisch gut aussehende Jacke. Solide Arbeit schon seit Jahren. So, wir stehen also jetzt an dem ersten Spot. Ich stelle einmal vor, das ist der Mottwasser. Hast du nicht den Rücken gesehen? Hä? Was? Schau dir die Rückseite an. Was? Warte. Wo sieht man das jetzt? Im Video oder was? Diese mit Essen und Nahrung. Ach du Kacke. Sehr stabil. Nee. Alter, er wird immer radikaler, oder? Er wird immer radikaler. Dieses Logo wird irgendwann in großen... länglichen Fahnen von Regierungsgebäuden herunterhängend gesehen werden, ja. Die gibt es für alle Parteimitglieder, ja. Ihr macht das auch in der Regelmäßigkeit. Der Boss ist schon auf Wahlkampf, ihr wisst es nur noch nicht. Heute waren wir mit euch unterwegs, es hat uns sehr gefreut. Die Leute kennen euch an. Solide Arbeit schon seit Jahren. Danke, Gates. Der neue Marvin California, danke für den T1. So, wir stehen also jetzt an dem ersten Spot. Ich stelle einmal vor, das ist der Mottwasser. Und wir stehen jetzt quasi an. Ilopoi, danke für den Prime, es geht ab. Ein Spot, wo sich viele Obdachlose immer treffen. Das ist auch Cracks wichtige, deswegen geht uns der Kamera nicht so nah, obwohl auch die Leute nicht belästigen, natürlich den Menschen auch. Könnte sich der ein oder andere YouTuber, ne, der bei Obdachlosen gerne mal ganz, ganz nah rangeht, ja, mal eine Scheibe abschneiden hier. Privatsphäre lassen. Da hinten werden jetzt. Wie Privatsphäre von Obdachlosen. Aber wenn man denen 10 Euro gibt, dann kann man das aufheben, glaube ich, ne? So war das doch irgendwie, die ungeschriebene Regel. Die ersten Essensfraktionen. Wir haben schon verzeiht, die sind gerade weiter. Ah, haben wir schon. Ja, genau, die waren schneller als wir.
Leck abgefrühstückt, dann geht es auch mal. Ihr habt immer so eure Route. Ja, die Route in Bremen ist so, dass Bedürftigen und Obdachlosenszene verteilt ist. Das heißt, hier sind zum Beispiel die Leute, die. Ist er eigentlich in Halle Neustadt unterwegs? Was soll das heißen? Süchtig sind welche Leute, die auch nicht süchtig sind, und es ist verteilt. Und aufgrund des Wetters sind die schon einige komischen Einrichtungen. Ist das in den letzten Jahren in Bremen schlimmer geworden, die Situation mit den Obdachlosen? Schon. Aber Leute, guckt mal, ja, es regnet in Strömen, bei Wind und Wetter ist der Kanzler draußen, um dem Volk nahe zu sein, um dem Volk zu helfen, um dem Volk auch was zurückzugeben. Mein Kanzler. Ja, ich weiß nicht, wer dieser eine Typ da ist, der da gerade amtierender Kanzler ist, ja, aber das ist nicht mein Kanzler. Mein Kanzler steht hier gerade in Bundeswehrparker zwischen zwei Ehrenmännern. Begonnen die Corona-Krise, danach noch im Ukraine-Krieg, alles ist teurer geworden. Kollege war auch damals in Palästina und hat geholfen. Ja, ey, ich wollte auch mal so ein Video machen, so die krassesten Philanthropie-Aktionen von Kolle, weil es natürlich auch, sagen wir mal, einige Aktionen von ihm gab, wo er, sagen wir mal, nicht so sympathisch rüberkam oder wo man vielleicht auch so gedacht hat, okay, das grenzt vielleicht an ein bisschen so scammy Business und so weiter, ne? Aber dem gegenüber stehen halt auch wirklich viele krasse Sachen, wie das von dir gerade angesprochene Palästina-Video. Dann ist er nach Afrika gereist. Der hat einen ganzen Wald hat der pflanzen lassen. Er war im Kosovo, hat da so eine Familie ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft. Ich glaube, es war gekauft. Das war so eine Obdachlosenfamilie von, glaube ich, so 12, 13 Leuten oder so. Das waren noch, also es waren ganz, ganz viele Sachen. Er postet ab und zu auch immer so auf Instagram. Jedenfalls hat er das mal eine Zeit lang gemacht. So, ey, yo, komm hier, mach mal 10.000 Euro hier an die Organisation und so weiter. Ne? Und es gibt immer Leute, die dann natürlich auch sagen, oh, warum zeigst du das? Warum brüstest du dich damit? Ich finde, das ist völlig Quatsch. Ja, ich finde, auch wie bei so vielen anderen Sachen macht hier wieder der Ton die Musik. Kolle macht das nicht aufdringlich, der macht das nicht so selbstinszenatorisch, der glorifiziert nicht seine eigenen Taten, sondern nutzt einfach seine Reichweite, um halt vielleicht, wenn es 10, 20, 30, 40, 50 sind, die er damit bekehrt, ihm das nachzumachen, dann ist es doch super, dass er das in seine Story postet, ja. Also, man kann ja von Kolle halten, was man will. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan seiner Musik. Und darüber hinaus finde ich auch, dass er als Rapper einer derjenigen ist, der halt auch wirklich viel zurückgibt und auch bei den Jugendlichen Werte, einer Meinung nach, propagiert, die ich löblicher finde als beispielsweise, wenn du jetzt irgendwelche lean-sippenden Drogenopfer hast, ja, die dann sagen, ey, yo, komm, lass erstmal upturn und yeah. Ne? Das ist bei Kolle auf jeden Fall nie der Fall gewesen. Ne? Dass Kolle auch gern mal feiert, will ich gar nicht abstreiten. Aber ja, genau, richtig. Projekt Miko Miko, danke für dein Team und Sub. Was geht ab? Valentina Boss, danke für die 200 Bits. Willst du dann die KSNP-Partei, Kollega, Sozialistische Nationalpartei? Nee, das ist ja, nee, das wird ja nicht heißen, ja. Die Partei wird einfach Free Spirit heißen. Weiß nicht, ob dir das klar ist. Ja, einfach Free Spirit, danke, Freunde. Geht's. Ja, deswegen hat er uns das doch schon in den Kopf eingetrichtert, ja, hineingehämmert, subtil. Die Free Spirit Partei FP, ja, die einzige wählbare Partei, die mit F anfängt. die Jella, danke für der Tier, what's up, was geht ab? Gerade das, was uns interessiert, sind danke, auch die Krisengebiete im Ausland. Dort seid ihr sehr aktiv. Luca, danke für dein Team und Sub. Was geht ab? Neue Nationalhymne ist Dobermann Fass, ja. Oder Death Before Dishonor. Fände ich auch gut. Was du mir jetzt hinter der Kamera schon erzählt hast, ist wirklich aller Ehre, geht wirklich dahin. Deswegen habe ich gesagt, in meiner Position als Deutschrapper, ich mache das mittlerweile seit 20 Jahren, nähere mich eben. Hast du Mois seine neuen TikToks gesehen, die ganze Zeit am Kiffen? Nee, ich bin kaum auf TikTok und wenn, dann auch nicht auf dem Mois-Account. In einem Alter, wo man eine gewisse Reife erreicht und sich seiner Vorbildstar will, nutzen, dass man sich mit guten Leuten wie euch zusammenschließt, um dort ein Zeichen zu setzen, Jugendlichen sich auch Orientierung dran nehmen, dass es eben im Leben nicht nur Drogen, Krimi, ganz in anderen Schwachsinn geht. Natürlich möchte jeder im Leben erfolgreich sein, natürlich auch was finanzielles Wohlstand erreichen, aber ich muss eben aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht die Endstufe. Ja? Wenn man das einmal erreicht hat, und Gott sei Dank, Alhamdulillah, habe ich das erreicht, soweit, dass ich mich hier im Alter von 39... Ja, die Endstufe ist die Diktatur. Ja, wirklich nur noch auf Charity konzentriert. Imperator, Diktator, ne? La Deutsche Vita, meine Freunde. Bären möchte beilaufen. Das ist, denke ich mal, etwas, das ist nicht zu vermuten. Denn auf dieser Reise nach oben... Experience, danke für den Team, was geht ab? Oben, wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo du hast Fame, du hast Geld, du siehst die Leute auf der Straße, die kennen mich, das bedeutet das Allerwichtigste im Leben, was wirklich, naja...
worum es überhaupt geht, ist, sich klar zu machen, das ist ja eine Reise, die relativ kurz ist. Die geht vielleicht maximal 70, 80, 90 Jahre, vielleicht ist es aber auch schon morgen oder in der nächsten Sekunde. Das heißt, das einzige Sichere, was wir alle haben als der Physische, ist die Frage, wie bereite ich den Zeitpunkt vor? Ich habe die Message, Taten und das Einzige. Allah sagt im Koran, Gott. Maschallah. Sagt im Koran, diese Welt, ganz egal, ob das 70 Jahre ist, ob das 50 Jahre ist oder 80 Jahre, ist das Gleiche. Es geht man in eine Wüste, in eine Sahara, dann sieht man einen Baum und unter die Palmenblätter rastet man. Und dieses Rasten, diese paar Sekunden, kann unsere Leben sein. Somit kann das sehr, sehr, sehr kurz sein. Und ich finde das toll, dass Menschen, die einen bestimmten Weg gegangen sind, die diesen Weg sagen, weißt du was, ich nutze das Ganze, um Positives zu verbreiten. Ich habe ganz großen Respekt vor solchen Menschen, nicht weil der hier sitzt, nicht weil... Ja, also nicht nur Leute, die, sagen wir mal, Reichtum haben und dann diesen Reichtum auch bereit sind zu teilen und dann auch nicht nur mit ihrem Reichtum, sondern auch mit ihrer Reichweite wichtig zu tun, ja, die halt philanthropisch sind, sondern auch vielleicht versuchen damit gewisse Sünden, die man vielleicht auch auf dem Weg dorthin begangen hat, ja, versuchen ein bisschen reinzuwaschen. Im Sinne von, ja, ey, ich habe vielleicht nicht alle Leute in meinem Leben immer korrekt behandelt, aber ich versuche einfach, ja, was zurückzugeben und Buße zu tun, indem ich jetzt versuche, es 10-mal so gut zu machen, wie ich es vielleicht damals schon hätte tun sollen. Weil eine bekannte Gesicht ist bei bestimmten Leuten, nein, ich respektiere sowas. Denn wo ich selber jung war, bin ich auch einige Wege gegangen, die definitiv falsch waren, aber irgendwann habe ich... Ja, ich glaube, das kennen wir alle, oder, Chat? Also, 27 in den Chat, wer schon mal Leute schlechter behandelt hat, als er sie eigentlich hätte behandeln sollen, Alter. Da ist keiner frei von Sünde, Alter. Das kann nicht das Leben sein und somit habe ich meinen Weg umgeändert. Und irgendwann hat Gott diese Türen für uns eröffnet, dass wir Menschen helfen. Krass, also die sind wirklich hier richtig weltweit aktiv und so, ja? Crazy, ey. Respekt, ey. Kai Eugene, danke für dein Prime, was geht ab? Also, ich war immer... Moment, spaß die Bildschirm, spastet wieder rum. Moment, da tat sich gleich. Der Cliffhanger ist wieder da. Junge, Junge, Junge. Das werde ich nicht vermissen an Deutschland, ja? So, da ist er. Da geht's. Papier. Oh, Junge. Gleich schmeiße ich hier alles aus. Herrlich. Ja. MC Wackelkontakt ist wieder da. Samos. Glaube ich. Release halt Samran Song, weil da können wir wieder den Stream 17 Mal ausmachen. Das war auch sehr, sehr schön. Ich habe eine Blutkrankheit, somit kann ich nicht. Ja, Internet bleibt heute stabil, glaube ich, weil ich habe immer aus dem Zimmer da hinten habe ich gestreamt. Das, die letzten Male, wo das Internet so shaky war. Aber heute ist es der Küchenstream-Stelle. Und dazu würde klar. Aber, ob ich es jetzt gesagt habe, spinnt dieser HS. Ah, Leute. Cass Minium, danke. Ehrlich. Danke, Gates. Liridon, danke für dein Prime. Das Kabel funktioniert, ihr peilt nur den Film nicht. Genau sieht's aus. Moment, stell mal das Holy hier um. Das liegt hier. Scheiß Kabel ausüben. Da, gegendrücken hier. Aus. Dreck, Alter. Geräusch, ja. Es macht ein Wahnsinn. Man möchte um sich schlagen. Ja. Danke, Gates. Danke, Gates, für diesen Lob und Respekt für diesen Bildschirm hier. Kabel hat fertig. Ja, die Geräuschkulisse ist der Hammer. Ja, liebe ich auch. Lieben wir. Ja. Du musst den Stecker richtig einstecken, dann klappt's. Genau. Haben Sie das Internet nochmal außen nochmal angemacht? Fasten. Ich wollte irgendwann Urlaub machen und habe gesagt, zwischendurch fahr nach Thessaloniki und tu deine Fidia. Das heißt, wenn du nicht fasten, musst du täglich jemanden Sack kriegen. Habe ich in diesem Monat 150 Euro für den Monat Ramadan. Hab gedacht, spende das Geld, dann reise in die Türkei mit dem Auto. Ich bin noch nach Thessaloniki, habe mein Geld gespendet und habe gesehen, da sind Hunderte, ja, tausende Menschen, die da auf Hilfe warten. Das war dieser Syrienkrieg, wo gerade losging, 2015, 2016. Und ich habe gesehen, mein Geld reicht gar nicht aus. Ich habe mich geschämt, um weiterzufahren. Habe dann zum ersten Mal mein Handy in der Hand genommen. Und in Facebook habe ich postet, Leute, hier bin ich. Ihr habt die Möglichkeit zu spenden. Aber ich nehme nur Leute Geld an, die ich kenne. Ich wollte gar keine Hilfsorganisation gründen. Das war im Großen und Ganzen geholfen. Leute haben Geld gespendet. Ich habe Bilder und Videos gepostet von der Aktion, Quittungen. Danach bin ich nach in die Türkei. Mois kennt sich bei dem Thema gut aus, ja. Ja, vielleicht möchte Mois auch mal eine Kooperation machen mit den Jungs hier. Freigefahren, in Eskischer, einen Kumpel besucht, danach kam nochmal um was mit 1.500 Euro rein. Und mein Gewissen hat nicht zugelassen, dass ich meinen eigentlichen Urlaub beginne. Ich habe gesagt, ich fahre zurück von Eskischer, Türkei, 500 Kilometer wieder über die Grenze in Thessaloniki, Griechenland. Hab weitergeholfen, ein paar Tage wieder, alles dokumentiert. Und dann war mein Kraft am Ende. Hast du nach dem Track von Bushido Beef mit Kollega, hä? Wieso, das ist doch gar nicht offiziell. Das weiß doch gar nicht jeder, dass ich den geschrieben habe. Implantat, danke für dein Prime, was geht ab? Ja.
entscheiden, nach Deutschland zurück oder in die Türkei Urlaub machen. Also ich fahre ja, zurückgefahren und so ging das los. Freunde kommen, ja, lass uns nochmal so eine Aktion machen. Das ist ganz toll, was ihr macht. Und dann ja, haben mich animiert, das Ganze zu machen. Und haben wir noch eine Aktion gemacht, noch eine Aktion. Und mein Ziel war niemals in Krisengebiet nach Afrika zu fahren. Ich hatte so eine Angst, ungelogen. Ja, irgendwann waren wir dann in den Ländern, wo ich das niemals... Das ist ein neues Interview. Nee, das ist aus der Bossaura-Zeit. Danke, Gates. Cynics, danke für dein Prime. Was geht ab? Würde, aber Allah verspricht, Gott verspricht, geh mein Weg. Nur so fühle ich mich. Ich fühle mich so kräftig, so stark, seelisch, so wie körperlich. Trotz Hindernissen. Das ist für mich ein Beweis, ich bin da nicht alleine. Da sind drumherum Engels, auch wenn was passieren sollte. Großen Ganzen, so begann Hebdunia. Und heute sind wir mit an den vordersten Front, unter anderem in Krisen. Kannst du dich noch erinnern an das erste Krisengebiet, was du besucht hast? Ich meine, das hat angefangen. Du hattest gar nicht die Idee, eine Hilfsorganisation zu gründen. Es kam eher so eins zum anderen. Hab nicht geblickt, wer der Dude da rechts ist. Bruder, das Video ist seit 10 Minuten hier am Stüssel und davon redet ungefähr 9 Minuten 30 der Dude da rechts. An dir merkt man auf jeden Fall, dass seit 1. April etwas legal ist, was nicht legal sein sollte. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal in ein Krisengebiet und wo war? Also der erste Krisengebiet war eine Reise vor das, was ich erzählt hatte. Ich hatte mich aus Bremen ein paar Freunde angeschlossen, die wir, wo wir heute immer noch Freunde sind. Die haben, glaube ich, immer noch die Organisation. Mit denen zusammen sind wir Grenze Österreich-Slowenien gefahren, auch Flüchtlingskrise. Und das war ein Krisengebiet, wo ein paar tausend Menschen tagelang nicht geschlafen hatten, Fuß unterwegs an diese Grenze festgehalten haben und die Leute, die mir zuhören aus Bremen, die können es beweisen. Wir waren mit 20 Leute, wir haben mehrere Tage versucht. Oh, ich liebe das, ich liebe das. Besser als Alkohol, ey, voll besser als Alkohol. Ah, ihr seid so leicht baiten hier, ja? In dem Camp reinzukommen, ging nicht, war alles gesperrt, sei es der Armee. Ich habe geschafft reinzukommen. Und zwar bin ich einfach quer durch, so getan, als bin ich ein Flüchtling. So bin ich reingekommen, habe Kontakt mit dem Roten Kreuz hergestellt, habe gesagt, wir haben Geld dabei, wir haben Materialien dabei, Sachen mit Sachspiele etc. Und dann habe ich die Tür öffnet, dann sind die rein. Ine Razzeri, danke für den Prime, was geht ab? Sora und Co., wenn ihr es hört, ihr könnt das bestätigen. So Leute, wir sind jetzt drin. Das hat sehr viel Kraft gekostet. Wir versuchen jetzt mit einer Hilfsorganisation Kontakt zu herzustellen. Trink mal lieber endlich deinen Pfeffi. Nee, der drückt jetzt gerade gegen das Kabel vom zweiten Monitor und macht da einen ziemlich guten Job bei. Deswegen würde ich den jetzt ungern nochmal bewegen. Ja, aber was auf jeden Fall jetzt getrunken wird, ist natürlich hier. Und wir auch die komplette Energie haben für den ganzen Stream hier. Holy den Man. Ja, alle mal den Holy Emote in den Chat hier, meine Freunde. Wir gönnen uns heute hier wieder... Black Tea, Lemon, Ice Tea, meine Freunde. Mm. Wenn ihr das Ganze natürlich mal probieren wollt, könnt ihr euch eine dieser drei Probierpackungen hier gerne mit dem Code CALIFORNIA5 ins Haus bestellen und ihr werdet nie wieder durstig sein und nie wieder Bock auf was anderes haben. CALIFORNIA5 ist der Code zum Erfolg, zum Rabatt. Das kriegt er quasi for free. Ja, also wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne mal abchecken. Vielen lieben Dank an der Stelle und weiter geht's. Dass wir endlich die Sachen loswerden. Seit 10 Stunden versuchen wir wirklich, die Sachen loszuwerden, dass es funktioniert nicht. Und wir hoffen, dass wir durch letztens... Bandurex Partnerschaft, keine Ahnung, was das ist. Es hat durchkommen. Oben ist wieder Militär und Polizei. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Aber New VS 30, New York. Überall Polizei, überall Militär. Scharfe Munition. Diese Leute sind schon tagelang unter. Scharfe Munition, das gefällt dem Kanzler natürlich. Axel, danke für den Timon, was geht ab? Junge, wie kann man die automatische Verlängerung ausmachen? Gar nicht, Bruder. Fanboy Bella, danke für dein Prime, wie geht's dir? Wir sind richtig kaputt und tagelang sind wir unterwegs. Also ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Stark, das war also so die erste Aktion, wo du wahrscheinlich auch gemerkt hast, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Einfach mal rein in die Masse und dann versuchen. Du hast dich wahrscheinlich dann auch in den Jahren darauf mit der Motivation immer weiter aufgebaut, ein Netzwerk und so ein paar Sachen hast du mir schon erzählt. Was war denn so das krasseste oder sagen wir mal gefährlichste, wo du bis jetzt warst? Gefährlichste Reise? Wir haben einige gefährliche Reisen hinter uns, unter anderem gab es mehrere Bombenattacken in Somalia, Mogadischu, gefährlichsten Länder der Welt, 30 Jahre Bürgerkrieg. Afghanistan war ich mehrfach, in den letzten 2 Jahren war ich 6-mal da. Aber das Allergefährlichste war in der Ukraine, Anfang des Krieges. Bin dort angekommen, durch mehrere Checkpoints durch, 11 Uhr nachts war das und ab 8 Uhr war eigentlich ausgerechnet der letzte Checkpoint. Das hat man ja vor wenigen Wochen erst gesehen, ja, in Palästina. Wie, ja, unter was für einer Gefahr, ja, solche Leute auch sind, die Hilfsgüter bereitstellen,
versuchen, in Brennpunkte zu fahren, um dort der Zivilbevölkerung zu helfen, ja. Was das für ein lebensgefährlicher Job eigentlich ist, den du halt ehrenamtlich machst, ja, also mega Respekt, Alter, wirklich, also auch vor ihm und seiner ganzen Organisation hier, heftig, Alter. Der Riddler, Down, danke, Brian, was geht ab? 96, Serkan, danke für den T1, sure. Ungelogen, und die 8 Kalaschnikows haben aus nächster Nähe auf uns gezeigt. Und dann, wir wussten in dem Moment gar nicht, wie wir reagieren müssen. Links von uns, ca. 4 Kalaschnikows. Und das war da, wo ich dachte, okay, kleinste Fehler, wir waren zu dritt, wo wir da durchsiebt werden. Das war eine sehr gefährliche Sicht. Dann dachte, es kann jetzt so. Was? Krisengebiet wie Erdbebengebiet, zuletzt in Afghanistan vor ca. 3-4 Monaten, war ich im 4. Stock im Hotel, oder es ist, glaube ich, 5 Uhr noch, fast 5 Uhr 12, auf einmal. Habt ihr schon mal ein Erdbeben erlebt? Also ich habe schon kleine erlebt, aber die man trotzdem gespürt hat, logischerweise in Kalifornien. In Kalifornien gibt es die ja ständig gefühlt, ja. Ist schon uncool. Ist schon echt uncool, Digga. Ist sehr, sehr uncool. Moin, das gewackelt. 20 Sekunden lang. Ich konnte nur mein Powerbeben machen, obwohl ich Leistungssport, obwohl ich so auf Krisengebieten war, obwohl ich mit verschiedenen Szenarien schon ausgespielt hatte. Was machst du, wenn was passiert? Ja. Ist Naturgewalt. Da bist du, damit wird dir auch klar, wie macht. So, vor ca. 20 Minuten, ich schätze, das war 2.36 Uhr, hat die Erde gerade wieder gebiebt. Und ich schlafe jetzt doch wieder im Auto weiter. Typische Herausforderungen, du kommst an, ich sehe nicht so aus, dass ich helfen würde. Mit meiner Glatze, mit meinem Bart, vielleicht ein bisschen sportlich. Noch diese Hosen, mit Taschen. Ich stelle erstmal jede Grenze, frage, wie bist du? Pass nicht zu den Leuten, die helfen. Allah, Allah, ich bin Hilfsorganisator, wir zeigen Bilder, Videos. Teilweise werden wir schon festgehalten an den Grenzen, bis sie uns rauslassen. Das längste war 7 Stunden. Und das sind so Herausforderungen, man muss halt wirklich sehr viel Geduld haben, sehr viel Sabbat haben. Stimmt, das kommt halt noch dazu, ne, um halt dort halt durchzukommen erstmal, ja, diese ganze Arbeit, diese ganze Überredenskünste und alles, ja, und dieser ganze Aufwand dann auch, ja, an diesen ganzen Grenzkontrollen dann halt auch versuchen durchzudringen, obwohl keiner so richtig Bock auf dich hat. Schon heftig, Alter. Echt krass. Vor allem, dann musst du ruhig bleiben. Bringt ja nichts, die dann anzuschreien, noch da Welle zu machen oder sowas. Das sind größte Herausforderungen, die ich persönlich jedes Mal habe. Zudem kommen die schwierigen Wetterbedingungen. Hier ist zum Beispiel, wenn wir im Winter nach Somalia fahren, hier ist Minusgrad, da kommst du auf einmal auf plus 35 Grad. Der Körper muss sich komplett drauf einstellen. Zudem kommen noch Ernährung. Wir haben das öfter Probleme mit Magen, Darm, des Öfteren. Beziehungsweise ich habe schon ein bisschen gelernt, mit meinem Körper umzugehen. Ich esse nicht mehr fast alles. Aber das sind die größten Probleme. Das allergrößte Problem, brutalste, was mir persönlich großen Sorgen macht. Meine Angst ist immer, dass ich von dieser Arbeit verrückt werde, weil wir sehr, sehr viele solche kranke Kinder haben. Sehr viel auf die Hand, wo wir auch zu den Eltern sagen können, wir können nicht helfen. Aber das ist eine Sache, was mich persönlich auch getroffen hat. Ja, Mann, Alter, das holt einen ganz, ganz schnell runter, ne? Man kommt sich vor wie der letzte HS, wenn du so unsere Problemchen hörst, über die wir uns manchmal aufregen, ne? Mann, ey. Es ist so, wenn so, keine Ahnung, dieser Drecksbildschirm hier mal kurz nicht funktioniert oder so, dann kriege ich hier schon einen halben Anfall. Crazy, ey, ja. Ich das noch nicht überwältigt, ich weiß, ich da regelmäßig... Danke, Gates! Max Barca, danke für den Tier 1, was geht ab? Was so extrem im Leid konfrontiert ist, das muss man auch erstmal verarbeiten können. Du brauchst eine starke Psyche. Wo ist das hier gewesen, was wir im Hintergrund sehen? Somalia. Das war in Somalia. Das ist auch vor kurzem gewesen, vor circa einem Jahr. Was er hat einen Tumor in seinem Bauch. Ein Tumor? Er ist kurzfristig gewachsen und... Du meine Güte, ey. Kurzfristig, Körper wächst, ist meistens Bösentumor. Mal das versucht, aber das Kind war 2 Tage später tot. Da sind meistens Binnenflüchtlinge, die vor Dürre oder Krieg flüchten. Die letzte Instanz in Krankenhäuser gehen, die haben gar kein Geld dafür. Verdammt, ey. Boah, Alter. Ey. Hier war das so, die waren. Aber wichtig, ja, wichtig, dass dieses Video existiert hier. Ne? Auch dass natürlich auch durch die Verbindung mit Kollega da natürlich noch eine viel größere Aufmerksamkeit drauf kommt. Und das, weißt du, das ist was, was viele Rapper niemals in irgendeiner Art und Weise machen. Ne? Was du niemals von irgendwelchen Rappern hörst, vom Großteil der Rapper. Ne? Da geht es dann mehr ums Drogen konsumieren und den harten Mann markieren. Verteilt von Sachen und was kaum Vater. Und ich habe zu dem Vater und Mutter gesagt, wir können da nicht helfen. Der Vater macht Hände hoch, sagt Alhamdulillah. Wenn er das gemacht hat, guckt er seinen Kindern, so geschämt, ich habe mich so geschämt. Glaube ich, Alter, glaube ich, ey. Weißt du, wenn du so, dann so machtlos bist, ne? Klar, die freuen sich, dass der Bruder ja mit seiner Organisation kommt und helfen möchte, ne? Und natürlich, du klammerst dich an jeden Funken Hoffnung und dann musst du halt die Botschaft übermitteln. Ich kann helfen, aber auch nur bedingt, ne? Da können wir dann, da sind uns die Hände gebunden, da können wir auch nichts machen, leider, ne? Boah. Ich habe gesagt, es wird schwer sein, aber lass uns, dann habe ich unsere Team beauftragt, dass sie halt doch krank sind. Und am Ende ist das genauso gekommen. Es war zu spät, es war Endstadium, 2 Tage gestorben. Wir haben aber für die Familie
eine kleine Hoffnung schon mal darstellen wollen. Wir haben für die eine Hilfe zu Selbsthilfeprojekt auf die Beine gestellt. Wir haben für die eine Art Tuk-Tuk gekauft. Das ist wie so ein Fahrradtaxi. Mhm. Zumindest sein Brot damit verdienen kann, weil er hatte für die Behandlung für sein Kind ein Grundstück gehabt, der ca. 900 Euro wert war, glaube ich. Den hat er verkauft, um sein Kind behandeln. Mhm. Und da haben wir gesagt, Minimum Ausgleich, brauchst viel solche Situationen. Was weiß einer, wo die ihren Sitz haben in Deutschland? Ihr Help Dünya e.V.? Das ist wahrscheinlich irgendwo in NRW, ne? Was sagst du denn, was kann man da tun, um die Situation in Zukunft in Bremen, okay. Hm. zu verbessern? Es mangelt ja wahrscheinlich hauptsächlich an der medizinischen Versorgung, oder? Das, das Problem ist viel, ja. Forscht im Internet. Gibt es verschiedene Standorte eigentlich, okay? Aber gibt es da auch was im Osten? Ihr werdet das, was ich euch erzähle, herausfinden. Sehen. Vor ca. 25 Jahren ist sehr viel europäische und amerikanische Atommüll nach Somalia, nach Afrika gelandet. Man hat Piraterie oder die Menschen, die leicht in Richtung Kriminalität waren oder teilweise vielleicht auch Regierungen von verschiedenen. Digga, das ist auch so etwas, ja, was definitiv kein Allgemeinwissen ist, ne? Einfach Atommüll genommen und in Somalia einfach abgelagert. Ja, im Sinne von, ja, komm hier, schmeiß mal es da hin, sollen die sich drum kümmern, ja? Boah, alter Schwede, ja. Länder Atommüll gegeben, Waffen gegeben, Geld. Und wenn ich hier Müll habe, ist es besser, wenn er nicht bei mir auf dem Tisch ist, sondern das ist uns immer besser, das ist uns immer lieb. Somit sind dieses Müll dort gelandet. Hauptsitz haben die in Bremen. Ich habe mit meiner Frau, meiner Schwägerin und ein paar anderen einen Brunnen in Auftrag gegeben. Ey Jamal, kannst du das mal nochmal in die VIP-Gruppe nochmal reinschreiben? Ja, wenn du morgen dran denkst oder sowas, lass doch mal schauen. Vielleicht kriegen wir das in der Community auch hin, ne? Dass wir auch mal sowas machen, so ein Bogota-Projekt, ne, mit den Jungs hier, ne? Weil nicht nur der Chat sagt, dass sie legitim sind, sondern auch natürlich der Kanzler supportet die hier. Und dann passt das, ja. Ey, definitiv. Aber bitte erst morgen, weil sonst geht das unter. Auch selbst in der VIP-Gruppe weißt du ja, ist ja viel los hin und wieder, ne? Und ich denke mal, das wäre auch mal ein cooles Projekt, so streamtechnisch. Das ist sowieso lange mal überfällig, ne? Genau. Ja. Karl Müller, mein Hübscher. Tier One Sub hier, 3 Monate im Voraus, jemand hübscher. Danke, danke. Und Frau Zieger, aber ich bin kein VIP, will auch mitmachen. Nein, nein, er schreibt das in die VIP-Gruppe und dann überlegen wir uns was, wann, wie, wo und so weiter. Er soll mir da den Link zeigen. Weißt du, dass wir da so eine Anlaufstelle haben und sobald wir das dann halt haben und ready haben für den Stream, dann können wir das natürlich, dann machen wir das auf für den kompletten Stream, logischerweise, ja. Also jeder, der sich damit beteiligen möchte, kann da auch gerne mitmachen dann, ja. Das ist ja klar. 20 bis 30 Jahren gab es einen Tsunami. Also die Menschen haben es, das sind unwissende Leute, die haben keine Schulbildung, die haben es im Meer versenkt. Und vor ca. 25, 30 Jahren, wo das dann passiert ist, gab es einen schweren Tsunami. Einiges wurde an Land gespült und die ersten Menschen, die mit diesen Fässern in Verbindung gekommen sind, oder die Fässer, die vielleicht kaputt gegangen sind im Meer, die haben dann solche komischen Krankheiten bekommen. Die Vermutung geht in diese Richtung, in Afrika ist das weit verbreitet. Wahrscheinlich menschlich. Das kann man auf die Stelle nicht verhindern. Aber dennoch, Allah sagt, rettet zwei Menschen, ist das gleiche, das Ganze. Hast du die Menschheit gerettet und das ist mein persönlicher Antrieb, unser Antrieb, dass wir sagen, lass uns ein Menschen retten. Vielleicht retten wir die ganzen Menschen. Wir dürfen nicht hoffnungslos werden, wir müssen Hoffnung haben, wir müssen weitermachen. Somit haben wir in Somalia Camps, ein Quadratmeter, erstmal ein Arzt beschäftigt, mittlerweile arbeiten dort 10 Ärzte. Und wir machen aus das Negative, machen schon was Positives. Positives, indem wir in den Bereich investieren, im Bereich Gesundheitswesen. Ja, ich weiß nur, ich würde das aber gerne noch zu Ende mit euch machen. Na, danach gehen wir die neuen Releases. Ja, für alle, die auf die neuen Releases warten, bitte ein paar Minuten Geduld hier. Ich finde, das ist ein wichtiges und schönes Thema hier. Was angeht, dass wir sagen, viele zwischen der ganzen Fitna kommen durch normale Verletzungen, wird Infektion wird größer, der Arm muss ab oder wird Entzündung, die sterben. Klar, danke für den T1, was geht ab? Was schon verhindert. Ja, genau, dass die Krankheit einfach so weit fortschreitet, dass der Tod unvermeidlich ist, ja. Dass man da im Frühfeld behandelt ist, zumindest das, was man ja immer noch tun kann. Ja. Und da muss man eben den ganzen Gesundheitsapparat aufbauen wahrscheinlich. In vielen Bezirken oder Regionen in Afrika gibt noch nicht mal das Minimum, was da. Deswegen ist es auch mir immer eine Herzensangelegenheit, da niemals weit dabei. Das ist ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast, dass man einfach radioaktiven Müll dort ablädt. Und das ist wirklich, das ist gottlos seine Uronkel, ja? Alter. Kommt dabei raus, das sind im Endeffekt Eltern, die ihr Kind verlieren. Nichts dafür können und trotzdem ist natürlich eine Stärke und von dem wünscht man keinem. Aber das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir helfen. Soweit. Ja, das ist der Bedarf in Somalia. Es mangelt an Gesundheits Organisationen. Öfter mit meinem eigenen Ego zu kämpfen gehabt. Ein Beispiel. Danke, Gates. Ich wollte vor 2,5, 3 Jahren diese Arbeit hinschmeißen. Ich war am Ende mit meinem Kampf. Ich habe Beratung geholt. Ich habe euch ja auch schon mal erzählt, dass ich mal länger mit einer Partnerin zusammen war, die auch sich engagiert hat.
Also mit Flüchtlingskindern, ne? Also in Amerika logischerweise, ja. Und da ist es natürlich sehr, sehr oft so, dass du halt so mit Kids zu tun hast, die aus Südamerika kommen und deren Eltern halt irgendwelchen ja, Gangs zum Opfer gefallen sind oder sowas, ja. Da war einfach so ein, keine Ahnung, 4 Jahre altes Kind, 4, 5 Jahre oder so. Der Kleine hat einfach gesehen, wie seinen Eltern die Kehle aufgeschlitzt wurde, ne, vor seinen Augen. Ja, da saß er im gleichen Raum und hat das gesehen. Und halt irgendwelchen Gangs, ne, das war so Ecuador oder so, ne, El Salvador, Honduras ist ganz schlimm, ne, gibt's ganz, ganz fiese Ecken, ne, und die hat mir da auch einige Sachen erzählt, ey, ich habe auch gesagt, ey, und das sind nur Kinder, ne, nur Kinder, von denen du da solche Schicksale hörst, also nicht, dass es jetzt auch bei Erwachsenen nicht schlimm wäre, aber bei Kindern hittet es nochmal anders, ne, weil du solltest als 4-jähriges Kind, solltest du andere Sachen im Kopf haben, als dass du gesehen hast, wie deine Eltern vor deinen Augen umgebracht werden, ja. Schnute, danke für deinen Sub, was geht ab? War eine sehr gläubige Person durch einen Kontakt, ich gebe Gas, aber andere geben nicht so viel Gas wie ich, was soll ich machen? Ich erwarte das ab. Diese Person sagte, wonach sehnst du dich? Ich habe gesagt, ich sehe nämlich Propheten und die Gefährten. Die haben raus, die Wege, die sind raus. Hat er gesagt, warum guckst du nach hinten? Diese Beratung habe ich innerhalb eineinhalb Jahre 2-mal geholt. Beides mal das. Worauf ich hinaus will, ich habe öfter gekämpft mit meinem eigenen Ego, mit meinem eigenen Nefs, dass ich diese Arbeit nicht lange mache oder nicht. Ich habe gedacht, während andere Urlaub machen, während andere ihre Silvester zu Hause sind, war ich die letzten 3 Silvester im Ausland. Warum machst du das? Wo ich dann diese Beratung geholt habe, habe ich gesagt, nein, ich möchte fertig. Somit habe ich mein eigenes Ego begraben. Der ist schon lange begraben. Ich denke gar nicht mehr. Er gibt nicht so viel Gas wie ich. Der andere läuft nicht so wie ich. Denke ich gar nicht. Ich renne und renne. Und wenn es sein muss, ich krieche. Aber ich habe geschafft, mein eigenes Ego, eigene Nefs zu begraben. Und inshallah, bleibt doch begraben. Daran müssen wir auch arbeiten. Allah sagt in Mia 62, Ayat im Koran, Inna al-Lazina amanu wa amilu sas. Das bedeutet, man soll seine Glaube stecken und guten Tat. Wenn man Glaube steckt und gute Tat tut, das und das passiert, wenn du Glaube steckst und gute Tat. Das heißt, man muss seine Glaube, man muss gute Tat. Diesen beiden in Kombination, dann kann man stabiler. Jedes Gebiet, jedes Krisengebiet ist anders. Wir haben mittlerweile, also ich habe seit 2016 über 200 Reisen schon hinter mir, extrem erfahren, in verschiedenen Ländern war, in über 13, 14 Krisengebieten und meistens auch gleich an vordersten Front, meistens auch gleich die ersten, die dort. Und das ist so ein Fingerspitzengefühl. Manchmal musst du mit bestimmten Organisationen zusammenarbeiten. Manchmal, wenn wir sehen, das dauert uns zu lange, finden wir selber den Weg. Das kann man so nicht voraussagen. Viele wundern sich, wie schafft ihr, da zu sein, da zu sein, da zu sein, da zu sein. Das ist machbar. Da gehört Erfahrung dazu, Fingerspitzengefühl dazu und Taktik, Strategie gehört dazu. Wir versuchen intuitiv zu denken, innovativ zu denken, logisch zu denken, systematisch und zu letzter Gut muss man wirklich auf... Nein, Chat. Also ich finde schon, dass man hier bei Kollega definitiv von einer Aufrichtigkeit sprechen kann, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas macht hier. Ja, das damit diversen Organisationen trifft und versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten Gutes zu tun. Da hat er eine lange Historie. Also wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, geht da gerne mal rein bei Kolle. Der hat einiges leider offline genommen, gerade vom Felix Blume Channel. Da gab es sehr, sehr schöne Videos. Aber geht mal rein, zurück bis zur Palästina-Doku, bis Kosovo-Besuch, bis Afrika-Besuch. Dann gab es noch irgendwas mit so einer Hundeorganisation, da hat er Straßenhunde gerettet und alles drum dran. Der hat da eine lange Historie an solchen Aktivitäten, die er immer mal wieder auch mit der Öffentlichkeit teilt. Und deswegen kann man hier nicht sagen, oh, was macht ein Kolli jetzt hier auf einmal für komische Sachen, ne? Ja, Bruder, das sind sehr inspirierende Worte, denke ich, wo sich viele der Zuschauer auch mit identifizieren. Also man sieht vor allem, was durch die Aktion und Initiative eines einzelnen Menschen in deinem Falle möglich ist. Eure Organisation ist, Gott sei Dank. Luca Party, danke für den Tier, was geht ab? Sehr gut gewachsen, ihr seid in vielen Ländern vertreten. Gott weiß, wie viele Menschenleben ihr schon gerettet habt und all das basiert quasi auf deiner Geschichte, die du anfangs erzählt hast, in deinem Urlaub. Das ist auch für mich eine große Inspiration und ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir gemeinsam uns zusammenschließen, kennen die Organisation, die sind sehr stabil. Ja, haben schon viele gesagt, ne? Auch Jamal, ich weiß nicht, ob du gerade erst reingekommen bist, hat gesagt, der hat da schon mal einen Brunnenbau organisiert mit ein paar Freunden zusammen. Und er ist ja einer unserer VIPs und wird da auf jeden Fall in die VIP-Gruppe morgen nochmal reinschreiben, wie und was wir da genau auch im Rahmen des Streams und im Rahmen der Community machen können. Und dann gucken wir mal, was wir da die nächsten Tage so zaubern können hier, ne? Und angesteckt natürlich vom Kanzler, ja, so viel zum Thema. Ey, sowas sollte man nicht öffentlich machen, ja, sowas sollte man nicht zeigen, sowas sollte man nicht teilen, ne? Ja,
Alle Schnauze halten, Alter. Auch mit Strategie und Logik, wie du sagst, ein Netzwerk aufbauen, das wir viel bewegen, sagt Welt, in eine gute Richtung, so Gott will. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man jetzt gerade zuschaut und sagt, das feiere ich, ich möchte dabei sein. Ich habe zwar vielleicht nicht viel Geld, aber wo kann ich was hinspenden? Kann ich vielleicht sogar auch tatkräftig unterstützen? Was sind so eure Visionen? Was braucht ihr noch? Und was habt ihr in der Projekt davon? Allah sagt, jedenfalls im Koran, wird ein Umma, wird eine Gemeinschaft. Und wir als Hedunya haben geschafft, wir sind eine Gemeinschaft geworden, unabhängig von der Religion, unabhängig von Nationalität, unabhängig von politischen Gedanken. Wir haben es geschafft und jeder, der sich uns anschließen möchte, wir möchten dich haben, wir möchten dich haben, wir möchten euer Herz, wir möchten keine Unterschriften haben, wir möchten Herzen erobern. Und wenn man diesen Weg geht, automatisch lässt man viele andere Sachen beiseite, weil dieser Weg wunderschön ist. Wie man uns unterstützen kann, teilt unsere Beiträge, liked unsere Beiträge. Find ein Musikvideo mit einer Spendenaktion krass. Ja, er hat ja schon mal Chat, helft mir auf die Sprünge. War das Fokus? Wo auch, ich glaube, Teile von diversen philanthropischen Aktionen mit eingebaut wurden ins Musikvideo. Ich glaube, das war Fokus. Er hat das auf jeden Fall schon mal gemacht. Setzt unsere Domain bei euch im Bio rein, bei Instagram, Facebook, TikTok oder WhatsApp. Erzählt von uns. All das ist eine Spende. Man muss nicht unbedingt Geld spenden. Das war doch sogar die Palästina-Zeit, ne? Wenn man in der Lage ist, Geld spenden, wenn man in der Lage ist, lächelt, wenn man in der Lage ist, erzählt von anderen Organisationen. Das muss nicht unbedingt wir sein. Es gibt viele gute Organisationen. Spendet an Organisationen nach euer Vertrauen. Das kann ich sagen. Nicht nur Hebdo, es gibt so viele gute Menschen, so viele gute Organisationen. Ja, aber meine so mit einem direkten Verweis wie ein Spendenstream oder eben als Spendenvideo, ja, safe, kann man immer machen. Zum Beispiel jetzt nicht gleiches Genre, ja, aber zum Beispiel System of a Down, eine meiner absoluten Lieblingsbands, die sind auch nochmal zurückgekommen mit zwei Songs, nur um auf eine, also nur in Anführungsstrichen, um auf eine Spendenaktion für Armenien hinzuweisen, wo die ja ihre Roots haben. Klar, man kann viel bewegen mit Reichweite, ist so. Ja. Es sollten viel, viel mehr Leute ihre Reichweite für sinnvolle Sachen nutzen. Aber alleine kann man wenig erreichen. Man muss eine Gemeinschaft finden. Dieser Finger ist nicht so stark wie diese Faust. Diese Faust ist nicht so stark wie dieser Arm. Dieser Arm ist nicht so stark wie der ganze Körper. Ein Körper und eine Seele ist nicht so stark wie Somit habe ich damals als Gründer von Hebdunya den Samen von Hebdunya in den Boden reingepflanzt. Dann haben wir uns zusammengetan. Wir haben Wasser dazu gegeben. Mittlerweile, es ist kein Baum geworden. Es ist gerade mal vielleicht ein paar Äste sind rausgekommen aus dem Boden. Es wird erst ein Baum mit starken Wurzeln. Vielleicht. Ich weiß nicht warum, aber sobald es einen deeperen Talk über Bäume gibt, Mois hat das komplett geäfft, Alter, ja. Mit seinem, ein Baum verliert viermal im Jahr seine Blätter, Digga. Nee, es ist einfach vorbei. Naja, Bäume, nee. Die Bäume-Metapher, die zieht nicht mehr. Mois hat die durchgespielt. 20, 30 Jahre. Dazu gehört, dass man sich zusammentut, dass man mittel- und langfristig denkt, nicht nur für die Organisation, nicht nur für wir, für uns, aber auch für die Bedürftigen. Das heißt, die Menschen vor Ort das Fischen beibringen und nicht in 25 Jahren noch Lebensmittel. Da sind so die Ideen, die Vorstellung war, wo es die. Ja, und das ist natürlich auch ein langfristiger Gedanke, ja? Den Leuten helfen, sich selbst versorgen zu können, anstatt denen da immer wieder Essen zu bringen. Ja, deswegen ist natürlich auch dieses Brunnenbauen-Ding gut, besser als denen da irgendwie, was weiß ich, alle zwei Wochen mal ein paar Gallonen Wasser vor die Tür zu stellen oder sowas, ne? Die haben die Reise soll dahin gehen, aber ich habe auch andere Pläne. Mein Hauptwunsch ist, in Deutschland einen Dachverband zu gründen mit vielen Organisationen. Es gibt viele gute Organisationen. Es gibt auch andere Dachverbände, aber Dachverbände von uns sind aus der Gelände. Es gibt viele ausländische Organisationen, wo wir sagen, wir tun uns zusammen, wir sind auch viele Deutsche drin. Dass man sagt, ein Dachverband und in einer Krise haben wir zum Beispiel drei Reisende, die anderen haben das Geld, wir haben das Geld, die haben drei Reisende, die anderen haben drei Reisende. Das heißt, ein kurzes Beispiel, wenn 10 Organisationen drin sind, wenn eine Krise passiert, ein Erdbeben, Erdbeben in Türkei, wo wir auch am ersten Tag da waren, dass wir sagen, wir schicken jede Organisation, schickt zwei Löwen raus. Wir haben zum Beispiel zwei besten, sag ich mal, erfahrene Leute, tut man Geld zusammen und somit kann man. Marc Gebauer hat mehrere Brunnen bauen lassen. Naja, dann wird es Zeit, dass wir das auch machen, Arnold, oder? Was sagst du? Danke für den Subgift. Viel mehr erreichen als allein. Das ist mein Traum und Vision. Mal schauen, ob man diesen Traum irgendwann realisiert. Eine schöne Vision und ich mag deine strategische Denkweise. Und so Gott will, werden wir auch in der Zukunft noch weiterhin zusammenarbeiten. Unsere Mission ist ja auch dieses Jahr vor allem auf Organisationen wie euch aufmerksam zu machen erstmal, die gute Arbeit leisten. Deine Vision von einer Dachorganisation, dass man quasi alle stabil vereint und dann gemeinsam. Lieber Marvin, können wir heute auch auf die Rückkehr von Curse reagieren? Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das hat ein Video, Bruder. Ja, also wenn es mit Musikvideo ist, sehr, sehr gerne. Struktur da einfach reinbringt und viel effizienter noch. Bin gespannt auf seinen graumelierten Bart. Arbeiten, wenn gerade Not am Mann ist. Manchmal ist das ja auch unvorhersehbar. Naturkatastrophen, Kriegsherde manchmal. Und dann gibt es natürlich immer noch das konstante Leid, wie wir zum Beispiel in Afrika viel haben. Und das finde ich eine schöne Vision. Wir wollen euch definitiv weiter unterstützen, mit euch zusammenarbeiten und rufen auch nochmal auf an unsere Zuschauer.
Lass Brunnen auf der Silberhöhe bauen. Hm? Der wird auf jeden Fall nicht genutzt, es sei denn, der gibt Sternburg Export. Wenn ihr unterstützt Stadtwasser wollt, wir blenden hier alles ein, die Daten und auch die Website von Help Dunja. Macht damit und diese Arbeit ist etwas sehr Wertvolles. So Gott will, werden wir noch viele schöne Aktionen machen. Amen. Schönes Video von sehr, sehr schönen Männern. Pause, auf jeden Fall ein mieses Like erstmal dalassen. Interview mit Felix Blume, Kollege, Einblicke hinter die Kulissen. Auf jeden Fall mal hier ordentlich bitte Interaktion generieren. Danke, Gates. Rein da bitte. Hier ist auf jeden Fall der Link, meine Süßen. Ja, lasst auf jeden Fall Liebe da und generiert ein bisschen Interaktionen hier zusätzlich auf dieses Video. Spamme den Link jetzt hier mal rein. Nehmt euch mal kurz 5 Minuten Zeit. Ja, nicht 5 Minuten, aber nehmt euch mal kurz 30 Sekunden und hinterlasst mal einen Kommentar, lasst mal ein Like da. Und ich finde, so etwas ist sehr, sehr schön. Etwas sehr, sehr Schönes, was man hier supporten kann. Und ich glaube, das lade ich auch nochmal auf YouTube hoch. Ich weiß gar nicht, ob Kolle das in seiner Story gepostet hat, beziehungsweise ob er davon mitbekommen hat, dass sie das schon hochgeladen haben. Haben die hier, warte, so, lasst uns gemeinsam Brücken der Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit stärken und stabilisieren. So, und wer natürlich, bevor wir uns mit den ganzen hier schon nochmal im Stream ausführlicher beschäftigen, kurz mal auf den Link, so, ist es, genau. Wer möchte, kann sich da auch gerne mal umschauen auf der Seite hier. Helpdunja.com, Spenden, allgemeine Spende, passt, ja, genau, richtig, nee, stark, starker Talk hier,